Herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Da sind wir wieder, kurz vor Vanguard. Und es ist mir gerade erst aufgefallen, als ich den Spielstand geladen habe. Wenn man jetzt nur so gucken würde, würde man denken, ja, wo sind denn eigentlich die Grasdetails hin? Na, hier hinten schön überall Gras und sowas. Und hier hast du eigentlich nur Stock und Stein. Eigentlich schon lächerlich. Von der Programmierung her. Und ihr bewacht hierbei die große Truhe, oder was? Können wir eh nicht ran. Hier ist erstmal vor dem Eingang eine große Truhe. Das ist ja auch geil. Haben wir noch nie gesehen. Vielleicht können wir später noch... Ja, vielleicht haben wir eigentlich Spruchrollen in der Richtung. So, Truhe öffnen und so. Gesundheit. Truhe öffnen und so. Nee, haben wir nicht. So, wen haben wir denn hier? Ein Händler. Was kannst du mir über Lee sagen? Er ist ein harter, aber gerechter Herrscher. Wir fürchten Lee, aber wir respektieren ihn auch. Aha. Tschin. So, was verkaufst du denn? Alter, haut erstmal einen raus hier. Schönen Schlachtball. Auch geil. Brauchst große Waffen 1 und kriegst dann als Bonustalent große Waffen 2. Nicht schlecht. Vigors Speer. Bringt uns alle nichts. Wir gehen mal auf die Einhänder. Boom. Paladinschwert. Haben wir, oder? Haben wir doch. Jo, haben wir. Das ist das beste Einhandschwert, was er hat. Ja, Tschüssikowski, Alter. Ne? Haben wir doch, oder? Wir haben noch ein Paladinschwert, oder Spinnig? Haben wir denn hier? Oder ein Orden? Ne, wir haben ein Ordenschwert. Ne, doch, wir haben ein Paladinschwert. So rum. Ordenschwert würden wir gerne... Ne, was würden wir denn anziehen? Den Scheiß ja. Ne. Warte. Den Scheiß ja eigentlich. Aus dem Schwert. Ja, und dann irgendwann vielleicht noch das Reiterschwert. Das wäre noch ein bisschen... Das wäre eigentlich noch ein Zacken besser. So, mal gucken, ey. Ob das alles so funktioniert hier mit dem alten Wissen und mit der Stärke. Also, hier sitzen ein paar Paladine rum. Aber keiner mit Namen. Ist natürlich ein bisschen bitter gelaufen. Oh, hier fühlt mich wohl. Alter, was ist denn hier hinten? Soldatenschwert, altes Schwert. Sehen aber geil aus, finde ich. Feindes linke. Interessiert es hier eigentlich irgendjemanden, dass ich hier irgendwas ausraube? Überhaupt nicht, ne? Dann nehmen wir uns mal ein paar Waffen mit. Also wenn ihr kein Geld habt, Jungs, dann einfach mal hier in die Häuser reingehen, in Vanguard, und dann kriegt er so viel Zeug, was wir dann wieder verkaufen können. Ich meine, guckt euch das mal an. Was haben wir jetzt bekommen zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel, was haben wir denn bekommen? Wo ist denn hier was? Ein Soldatenschwert. Na du, das ist wirklich nicht viel wert. Aber, guck mal, der Wächtersperr zum Beispiel haben wir durch zweimal bekommen oder sowas. Auch der Eisenspeer, das ist alle ein paar Groschen wert. So einfach geht's. So, wie immer gehen wir erstmal einmal drumrum. Gucken uns das erstmal alles hier an. Ist eigentlich totaler Blödsinn, weil es würde ja eh kein Mensch mit uns reden. Jedenfalls nicht Hauptquest-mäßig. Deswegen gehen wir zu Lee. Wo ist denn Lee hier? Warte mal, bist du hier? Händler wahrscheinlich, ne? Ne, nur ein Burger. So lächerlich, dass du überall reingehen kannst. Hier ist einfach eine Truhe mitten auf dem Marktplatz oder was? Nimm wir. Jo, da ist eh nichts drin. Aber was soll's. So, Lee wird sicherlich oben in der Burg irgendwie verweilen. Hier ist noch ein Händler. Hast du irgendwelche Orks in der Stadt gesehen? Einige. Ich verstecke immer meine Waren, wenn sie auftauchen. Die Penner nehmen sich einfach, was sie brauchen, ohne zu zahlen. Hier sind Orks? Und ihr... Uiuiui. Eieieiei. Jetzt sieht's aber los hier. Der hat auch richtig ordentlich Geld. Bock, Alter. Aber der will auch ein bisschen was haben, Alter, für die Waffen. Schrecken, Doppelkopf... Eine fette Nordmar-Armbrust. So, was gibt's denn hier an Einhandschwert? Ein Bastardschwert. Wir machen 95 Schaden, glaube ich, ne? Flammenschwert, Freunde. Das ist der Ding, was wir immer rufen. Das macht theoretisch 100 Klingenschaden. Könnten wir sogar anziehen. Das ist theoretisch wahrscheinlich sogar minimal besser als unseres. Dann haben wir noch ein Großschwert. Jetzt wird's interessant. Und den... Ah, oh, große Waffen. Oh, nee, Jungs. Ich dachte schon, wir können ihn anziehen. Also, können wir theoretisch, aber wir ist leider große Waffen. Oh, ist das bitter, Mann. Ich dachte schon, wir haben jetzt einen übelsten Damage-Buff hier. Natürlich wieder nicht. So, Jungs, lass mich mal rein hier. So, Rest machen wir später. Erstmal zu Lee. Halt! Kein Schritt weiter. Ja, oder auch nicht. Hallo, ich habe was Wichtiges mit Lee zu bereden und muss ihn unbedingt sehen. Er hat im Moment genug damit zu tun, die Leute zu beruhigen. Was ist denn los? Hast du es noch nicht gehört? Seit zwei Wochen geht eine seltsame Krankheit um, die die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Ich bin nicht von hier. Was ist das für eine Krankheit? Die Leute verfallen immer wieder kurze Zeit dem Wahnsinn. Eine wirklich üble Sache. Ja, allerdings. Vielleicht kann ich euch helfen. Weißt du sonst noch was über die Krankheit? Nein.
Aber wir sind auf der Suche nach einem Mann, der vielleicht mehr wissen könnte. Okay, das ist bestimmt eh so ein Typ, der immer Schrecken oder so auf die Leute macht, diesen Zauberspruch oder sowas. Wie heißt er? Mark. Er ist ein ehemaliger Soldat. Wenn du uns bei diesem Problem hilfst, wird dich Lee sicher gern empfangen. Ist nicht dein fucking Ernst, oder? Spür Mark in Adea auf und finde heraus, ob er etwas über die Sache weiß. Okay, ich werde mit diesem Mark reden. Ja, Jungs. Warum habe ich Nein gesagt? So ein bisschen langgezogen. Ganz einfach. Wo ist eine Adea, Freunde? Dor! Dann können wir auch dann nachher gleich zu Kapdun. Dann machen wir gleich die Dota-Mission mit. Das heißt, wir können jetzt wieder aus Vanguard rauslaufen und erstmal in den Anfangsbereich wieder reinlatschen. Ja, ja, Bock drauf, du. Ja, ja, Bock drauf. Ich dachte, wir sprechen heute mit Lee. Kurzes Pläuschen halten und so. Ist nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns natürlich noch ein bisschen um hier. Geil. Riesenhaus, Riesenhütte. Kein Arsch drin. Und wir nehmen uns natürlich ein bisschen Gold mit und so. Oh, was war denn da? Waffenbünde. Waffenbünde ist auch so ein Ding, ne? Das sage ich, glaube ich, jede zweite oder dritte Folge. Mist. Man kann hier Tausende einsammeln. Es gab noch nicht ein Quest dafür. Bei Glossy 3 gab es ja, Haufen Quest. Jeder wollte eigentlich, jeder Rebell wollte irgendwelche Waffenbünde haben. Und ich glaube, es gab auch diesen einen Ort, der irgendwie Waffenbünde haben wollte. Was haben wir uns da unten gerade genommen eigentlich? Der hat nicht raufgeguckt. Hm, keine Ahnung. So, da hinten ist sicherlich nichts mehr. Was mit euch hier? Die sehen hier wir alle so ein bisschen... interessiert ja echt keinen Menschen. So ein bisschen unterbeschäftigt aus. Die machen doch nichts. Oh, das war eine Waffe. Das war eine Waffe. Ich dachte, hier wäre nichts drin. Deswegen habe ich schnell weggeklickt. Aber das war, glaube ich, sogar das Bastardschwert, was wir hier bekommen haben. Alter Schwede, ey. Kriegst du einfach ein Bastardschwert geschenkt in einer normalen Truhe, ey. So. Ich würde sagen, den Rest... mit Erkunden und sowas. Hier können wir nochmal reingehen. Werde ich jetzt gleich mal offscreen machen. Da werde ich nämlich noch verkaufen und dann sind wir wieder ein bisschen reicher und dann werde ich mich gleich nochmal melden, wenn wir Richtung Adea mal aufbrechen. Weil ich glaube nicht, dass es so spannend ist, mir zuzugucken, wie ich hier irgendwelche Sachen finde, die wir schon irgendwie 20.000 Mal gefunden haben. Deswegen würde ich sagen, wir treffen uns dann einfach gleich. Warte, vielleicht ist hier noch jemand? Ein Magier oder sowas? Wir unterhalten uns gerade. Oh, ein Alchemist? Vielleicht hat der die Rezepte. Jawoll! Alter, der hat auch 8. Was ist das denn? Echtstuhl im Herz, okay. Der hat auch 80 Mana-Tränke. Das ist natürlich nice. Was brauchen wir denn? Wir brauchen irgendwie sowas hier, ne? Zack, 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 zack. Haben wir eigentlich Geld? Ah, geht so. Dann auch für die Heiltränke machen wir uns auch noch ein paar mit hier. Und der Rest. Das sind ja alles hier irgendwelche Verwandlungstränke. Gegengift brauchen wir eigentlich auch nicht. Ah, mit den Krötenfuß können wir theoretisch einen Gegengift bauen. Ah, ich verstehe. Nee, doch nicht. Was ist denn hier? Das war Krötenfurz, oder? Was war das da? Keine Ahnung, so ein Blitzenpilz. Na gut, das brauchen wir eigentlich theoretisch alles nicht. Schnaps brauchen wir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo man Schnaps irgendwie brennen sollte. So, bisschen verkaufen hier noch. Verkaufen wir eigentlich irgendwelche sinnvollen Sachen? Nee, ne? So, zack, zack, noch ein paar Ortwaffen. Zack, zack, zack. Nachtspieß und wie sie alle heißen hier. In so ein fetter Boden. Der hat gar nicht so viel Kohle, oder? Doch, hat er. Okay, alles klar. Juju, dann sehen wir uns hier gleich wieder. Bis denn. So, da sind wir wieder. Ihr seht es vielleicht schon unten. Wir haben uns aufgeladen. Es ist wieder ein neuer Tag im Paradies. Und ansonsten, da hinten sind wir übrigens reingekommen. Irgendwie von da, von der Seite da. Das haben wir uns ein bisschen abgekürzt. Wir müssen auch in die Richtung hier. Und ansonsten haben wir halt eine ganze Menge Zeug gefunden. Wen haben wir hier? Aha, sagen wir erstmal hallo. Hallo. Los, verbeug dich gefälligst vor mir. Was? Wieso? Ich bin der Sohn von Roba dem Zweiten. Roba hatte keinen Sohn. Und woher willst du das wissen? Du warst wohl mit meinem Vater befreundet, was? Nein, das nicht gerade. Was machst du hier? Ich bin hier, um die Nachfolge meines Vaters auf dem Thron von Vanguard anzutreten. Du bist ein Krieger Myrtanas und unterstehst somit meinem Befehl. Ich befehle dir also, Lee zu töten und mir seine Krone zu bringen. Ich glaube, bei ihm läuft man da nicht so richtig da oben. Töten dürfte nicht einfach sein. Was? Glaubst du etwa, du hast in der Sache eine Wahl? Junge, Alter. Los, kümmere dich sofort um diese Angelegenheit.
Du gehst mir langsam auf die Nerven. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt bist du dran! Oh. Wir machen hier irgendwie kurzen Prozess mit den Leuten. Finde ich immer nicht schlecht. Was hat denn der für eine mitrige Rüstung? Daneben. Lol. Na gut, der feiert gar nichts. Aber der hat noch ein Schild gehabt. Wo ist denn das Schild hin? Was? Im Boden, festgebackt. Ey, du, würde ich sagen, das war das. Was eine Nebenquest, Jungs. Was eine Nebenquest, ey. So, bei Yoshi 3 gab es da unten an dem Strand noch irgendwelche Höhlen. Ja. Erstmal soll ich das Spiel wieder beruhigen. Ist die Frage, ob wir uns die holen, ob wir uns die mal irgendwann gönnen. Ich würde sagen, ja, mache ich dann mal irgendwann, aber nicht jetzt. Ne, wir wollen ja auch irgendwie so weit kommen. Hier war übrigens die Ebene mit den Ogern und den Goblins. Das heißt, wir haben eigentlich nicht viel verpasst. Wir gehen eigentlich jetzt mal hier in die Richtung weiter. Hier müsste eigentlich auch noch ein paar Höhlen kommen. Ich meine, auf der Karte sah es ja wieder relativ weit aus, aber eigentlich ist es gar nicht so weit bis Adea. Aber wie gesagt, wir machen natürlich dann auch den Quest in Kapdun. Wenn wir schon mal da sind, müssen wir auf jeden Fall noch die Teleporter irgendwie finden. Hier ist, glaube ich, noch eine Höhle hier rechts. Oh. Oh, was ist das denn? Okay, Alter. Das waren diese Ork-Menschen. Oh. What the fuck? Hört ihr das? Es ist ja hier alle... What the fuck, Alter? Was hatten die eigentlich... Was hat er uns eigentlich versucht umzubringen? 120 Schaden macht die eigentlich. 120 Schmetterschaden. Eigentlich nicht schlecht. War eine gute Idee. So, ihr seht auch unten, wir haben jetzt übelst viele Heiltränke und ein bisschen mehr Mana-Tränke als sonst. Jo, ich habe einfach mal ein bisschen gebraut, ne? Das Problem ist, wir könnten noch viel mehr machen von den Sachen, die wir eingesammelt haben. Wir brauchen aber Wein. Freunde, Wein braucht ihr für Mana-Tränke, Wasser dann für Heiltränke. Bei Heiltränken brauchen wir eher noch mehr Pflanzen. Warte mal, machen wir hier wieder Feuerberg. Oh, oh, ich höre schon wieder. Gehen auf jeden Fall in die Höhle erstmal hier rein. Hä? Okay, ist nur ein Lurker. Oder halt mehrere Lurker, aber ich meine, das ist ja... Ihr seht ja selbst, wie viel Schaden die machen. Schaden ist quasi nicht vorhanden. What the fuck? Was soll das sein? Eine Kreuzung zwischen Lurker und Mensch oder was ist das? Na, ist er. Trotlodyt. Okay, er kriegt auf jeden Fall Schaden durch unseren Feuerball. Das ist ja schon mal eine hervorragende Erkenntnis. Level up. Nice. Okay, jetzt werden wir einfach mal... Ich dachte, da stehen die da hinten noch. Was ist denn bei denen los? So, ist die Frage. Backen die jetzt hier in der Wand oder kommen die auch rum? Okay. Also richtig viel Mana haben wir echt noch nicht, ey. Der eine ist verbrannt. Schon mal sehr gut. Was war das denn? Ja, das war geplant, Jungs. Die haben einen scheiß Sound, Alter. Das ist ja nicht mehr feierlich. Alter, und die machen auch Schaden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt bin ich erstmal dran, ein bisschen Schaden zu machen, mein Freund. Easy. Alter Schwede. Boah, Alter, der Sound geht mir ja richtig... aber der ist cool. So ein bisschen wie so ein Horrorspiel oder so. Oh mal, was haben die denn eigentlich bewacht? Das ist doch die Frage hier. Haben wir eigentlich noch Mana für einen Lichtzauber? Jo, die 10 hatten wir noch. Das ist doch perfekt, Mensch. So, ein bisschen Morgenton nehmen wir auch noch mit. Können wir uns wieder ein paar Tränke gönnen. Wir könnten uns eigentlich auch gleich mal wieder zwei Tränke gönnen, dann haben wir auch wieder volles Mana. Aber erstmal gucken wir, was in den Truhen drin ist.
Also irgendwas Cooles müssen die ja bewacht haben, oder? Hab dann übrigens auch alles natürlich verkauft. Also wir haben jetzt hier auch immer noch ein relativ leeres Inventar. Ich meine, das ist hier alles neu, was wir gerade bekommen haben. Ansonsten, ach Mist, eine stabile Truhe. Also eigentlich haben sie da nichts bewacht hier. Nichts, was uns irgendwie hilft. Es gab auch eine schwere Truhe, wo nochmal dieses Reiterschwert drin war. Dieses Ding hier, wo haben wir's? Genau. Was irgendwie 230 Stärke braucht, damit wir dann 140 Schaden machen können. Das findet ihr also auch nochmal in Vanguard. Aber wie gesagt, bei uns ist so ein bisschen die Frage, wann kriegen wir wie viel Stärke, wann kriegen wir wie viel altes Wissen. In dem auch als Kampfmagier unterwegs. Achso, jetzt können wir eigentlich mal hier zwei Tränke nehmen, ne? 50% heilt er so einen Trank. Zack. Oder füllt halt wieder Mana auf. Richtig heilen ist es ja nicht. So. Ah, Spiel geht weiter. Okay, ich dachte, ich habe mich schon wieder innerlich darauf eingestellt, mal wieder alles neu zu starten. So, jetzt die Fragen natürlich. Wo gehen wir jetzt? Die Kiste hinten vergessen? Verdammte Angst. Da war noch irgendwas im Gras. Wird aber jetzt nicht so schnell gesehen. Was haben wir denn da? Na toll, okay. Egal. So, die Frage ist, gehen wir jetzt direkt auf direkten Wege nach Ardea oder gucken wir mal rechts und links hier immer ein bisschen rum. Ich bin ja für rechts und links gucken. Aber erstmal gehen wir mal zur Wetterspitze hier. Chöre Wölfe. Frage ist, ob das Ding jetzt hier unbesetzt ist oder... Ich höre... wir haben Kampfmusik. Er schon wieder. Okay. Nee, komm ruhig her. Junge, war eine richtige Idee. Die Frage ist, ob du noch ein paar Kollegen dabei hast. Wenn nicht, ist easy. Hier, Junge, kriegst du erstmal hier auf den Sack. Ach, du Ekelpaket, Alter. Ach, ich block aber auch scheiße, Mann. Immer im falschen Moment. Okay, den Angriff habe ich jetzt... Ach, ich sehe die auch teilweise gar nicht. Komm hier, die Angriffe. Ich glaube, das ist einfach wieder mal total kacke, dass wir über ihm gestanden sind. Das war irgendwie blöde. Aha, der hat aber noch eine Truhe bewacht. Ich glaube, wir müssen langsam echt aufpassen mit unseren Dietrichen. Ja, wir kriegen immerhin wieder eins zurück. Wie viele Dietriche haben wir denn? 5. Ja. Ich würde sagen, da werden wir dann Ardea und Reddock und wie es da alles heißt, hier Kapdun mal nutzen. Die haben wir schon mal aufgemacht, oder? Warum ist denn komisch? Ah ja, cool. Einfach um dann wieder ein bisschen Dietrich aufzufüllen. Weil das ist richtig eklig. Wenn ihr irgendwo am Arsch der Welt seid, irgendeine schwere Truhe liegt da rum und dann, bumm, keine Dietriche mehr. Da verflucht ihr so ein bisschen das Spiel. Deswegen, das darf uns natürlich nicht passieren. So, ansonsten ist jetzt hier oben noch irgendwas gewesen? Nö, ne? Nope. Also im Endeffekt in der ganzen Wildnis ist es ein einzelner Oger gewesen. Kein einziger Wolf oder sonst sowas. Alles ein bisschen strange, ne? Ich meine, theoretisch könnten ja auch ein paar Hasen da rumhoppeln. Die würden wir eh nicht so stark sehen. Stimmt eigentlich, wo sind die ganzen Hasen, Eidechsen, Schlangen und so hin? Gibt's die gar nicht mehr, oder was? So, wenn's... Also, ich glaube, das war normalerweise doch die Höhle von Ortega, oder? Die Banditenhöhle. Oh ja. Jetzt ist es eine Schattenläuferhöhle. Aber ich fühle mich schon wieder so stark, dass ich sage, oh, und Zombies und hast nicht gesehen. Alles klar. Na gut, Freunde. Oh, hier waren auch, glaube ich, irgendwelche Banditen. Ach, was soll der Geiz hin da? Nein. Ich wollte eigentlich an die Wand drängen. Oh doch, wir kriegen richtig Schaden. Okay, okay, okay. Ja, ja, ihr habt gewonnen. Ja, ja, ihr habt gewonnen, Freunde. Ich dachte, wir kriegen vielleicht sind die da nicht so stark. Ach, das war das Problem. Die halten, die sind nicht so magieresistent. Weil, guckt euch das mal an, das ist ja lächerlich. Mit unserem Schwert brauchen wir ewig. Und, mit ein paar Feuerbällen sind die einfach weg.
Okay, das ist ja natürlich jetzt nicht so schwer gewesen. Das heißt, die gehen wir am besten mit Feuerbällen vor, die Schattenläufer. Und die Zombinios. Sagt, jetzt haben wir ja nicht mal wieder ein paar Tränke. Jetzt kann ich ja mal richtig aus dem Vollen schöpfen hier. Achso, haben die eigentlich... Nicht, wenn ich mal diese komische Schwert beschwören. Machen wir nachher gegen die Zombies. Dann machen wir dann das Flammenschwert wieder. Eigentlich wieder Bock drauf. So, nochmal zwei Schattenläufer. So, der soll eigentlich verbrennen. Im besten Fall. Meint ihr, der verbrennt? Nee, wa? Oh! Das ist immer ungünstig, wenn du 2 Meter vorm Gegner stehst. Ah, der ist auch nicht verbrannt. Ah, ich verstehe. So, Jungs, aber da ist auch die Folge auch schon wieder vorbei. Wir nehmen noch 2 Mana-Tränke. Dann können wir auch gleich mit dem Flammenschwert im Endeffekt in der nächsten Folge dann die ganzen Zombies metzen. Da habe ich eigentlich ziemlich einen Bock drauf. Gucken noch, in einer Kiste hier drin ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne!